Hallo und willkommen zu einem weiteren Produktvideo von mir. Heute schauen wir uns mal eine Taschenlampe, eine LED-Taschenlampe an, die ich letzte Woche bekommen habe und ich von der Größe wie aber auch von der Leuchtleistung her sehr überrascht war und die muss ich zu einem bekannten Hersteller auch nicht irgendwie hinten anstellen, die ist wirklich richtig gut. Zuerst mal schauen wir uns die Verpackung an. Hier seht ihr schon, Hersteller Crazy Fire. Ist nicht so wichtig, aber wirklich für was die alles gedacht ist und für was man die auch nutzen kann, unterschreibe ich voll und ganz. Wichtig ist auch Waterproof, Wasserschutz. Das heißt, sie kann auch mal nass werden. Klar, unter Wasser sollte man sie nicht nutzen. Das sind dann wirklich spezielle Lampen, aber sonst ist sie auch gut abgedichtet und hält gut auch Spritzwasser mal ab. Was auch schon mal wichtig ist, die Zeichen FCC, CE, ROIS und GS. Wichtig ist für Europa das CE-Zeichen, dass es wirklich auch geprüft wurde. Und das ROIS, dass es auch wieder richtig und gut entsorgt werden kann. Mein Kenntnisstand. Sonst steht auf der Schachtel nichts drauf. Nur weiter. Von daher gehen wir gleich mal ins Eingemachte. Lieferumfang besteht neben einem USB-Ladegerät, einem einzelnen Ladegerät, dann ein die Teile der Taschenlampe. Insgesamt besteht die Taschenlampe aus drei Teilen. Man kann sie noch kleiner machen, aber macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Von daher sind es einfach die Hauptteile, die man hier braucht auch. Wie ihr seht, es sind insgesamt vier Teile. Oder fünf Teile besser gesagt. Das Ladegerät per USB, dann die Lampe selbst, ein Zwischenstück und das Endstück. Und hier ist auch der Knopf zum An- und Ausschalten und auch zum Leuchtwechsel, zum Leuchtenwechsel. Das heißt, die Lampe hat insgesamt auch drei Leuchtigkeitsstufen und dementsprechend hat man da auch gute Möglichkeiten. Zudem hat sie noch die Möglichkeit, einen Strobe, also einen Blitz sozusagen zu machen, Dauerblitz, der wirklich auch unangenehm ist und der auch zur Abwehr gedacht ist und auch noch ein SOS-Zeichen. Genau. Kurz nochmal, die Lampe hat drei Cree-LEDs, ihr seht sie schon. Die Dinger sind gut. Es ist hier wie bei kleineren Lampen nicht zu verstellen. Die Lampe ist fest. Man kann sie hier oben nochmal auch entfernen. Das Ganze. Das heißt, noch einen Teil kleiner machen. Geliefert wird sie allerdings in dem Umfang, wie ihr es aktuell auch seht. Genau. Ich baue jetzt die Lampe mal kurz zusammen. Setze Batterien ein. Und würde diese dann euch mal auch dann auch zeigen. Aber erstmal bauen wir es zusammen. Hier sieht man es vielleicht auch ganz gut. Hier sind zwei Gummis drauf verbaut. Das heißt, die zwei Gummis dichten das ganze Thema wirklich auch gut ab. So, muss ich mal zusammenbekommen jetzt. Die Lampe ist auch relativ leicht. Ohne Batterien wiegt die Lampe gerade mal 430 Gramm. 430 Gramm ist die nicht schlechte Lampe. So. Gut. Bevor ich die Lampe zumache, lege ich jetzt noch erstmal die heraus und lege dann Batterien ein, die von meiner anderen Lampe sind. Weil
ich habe, beziehungsweise nicht für Lampe, ich habe noch eine Ersatzbatterie für meine andere Lampe und die würde ich jetzt dann sozusagen hier nehmen, weil ich die auch schon mal offen habe und offen hatte. Gut. Und tschüss, fest. Satt. Okay. Ihr seht, das Ding ist wirklich groß. Man hat was in der Hand. Und hat auch wirklich ein gutes Gewicht. Das heißt, hier vorne, wenn ich es halte, ist genau der Mittelpunkt, wo auch die Zeichnung ist sozusagen. Ja. Erster und zweiter Eindruck wirklich sehr zufriedenstellend. Das dritte ist dann jetzt einfach mal euch zu zeigen, wie hell die Lampe wird, wie hell die Lampe ist. Und das würde ich jetzt anhand eines Praxistests draußen mal machen. Und einfach mal euch die verschiedenen Leuchtstufen und auch mal die verschiedenen Helligkeiten und die Leuchtmodis zu zeigen. Gut, dann bis gleich und man sieht sich. Hallo und willkommen zum Test der Crazy Fire Taschenlampe. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich habe jetzt mal auf der linken Seite einen Pfeiler belassen, im Bild belassen. Und an dem könnt ihr sehen auch die jeweiligen Leuchtmodis und die Leuchtstärken. Wir beginnen jetzt erstmal los mit dem SOS. Ihr seht, immer wenn man das auch ausmacht, die letzte Stufe wird auch dann wieder dann übernommen. Hellstes Licht. Ihr seht schon, dass es richtig auch hell ist. Etwas dunkler. Das dunkelste. Strobe und nochmal SOS. Gut. Um die Nachbarn nicht noch länger zu belästigen, habe ich jetzt ausgemacht. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Test etwas helfen bei der Entscheidungsfindung. Die Lampe selbst hat, wie gesagt, mit 3800 Lumen ordentlich Dampf dahinter. Und ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen, weil einfach genial ist. Und sonst, wie gesagt, wenn noch weitere Fragen oder auch Rückfragen sein sollten, einfach in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall dazu melden. Dankeschön, bis dann.